Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Data Carry Tutorial. Mein Name ist Michael Batz. In unserem letzten Video haben wir darüber gesprochen, wie man Data Carry als Datenquelle für das Config Management Tool Ansible verwendet. Heute wollen wir zeigen, wie man mit den Daten aus CMDB-Objekten dynamisch PDF-Dokumente erstellt. In diesem Tutorial greifen wir auf den Typ-Switch zurück, den wir in einem der letzten Videos angelegt haben. Schauen wir uns dazu kurz nochmal ein Beispielobjekt an. Ein Switch hat in unserem Beispiel ein Hostname, eine IP-Adresse, ist mit einer Location verbunden und wir haben noch ein paar Details zur Hardware wie Hersteller, Modell und Seriennummer hinterlegt. Mit der Docker-API können wir aus diesen Daten dynamisch PDF-Dokumente generieren. Hierzu wählen wir im Menü Docker-API den Punkt Document Templates aus. Mit einem Klick auf Add legen wir ein neues Template an. Als Label vergeben wir in unserem Beispiel den Wert Switch Overview und klicken auf Next. Auf der nächsten Seite muss man zunächst ein Template-Type auswählen. Hier gibt es aktuell als einzige Option das Object-Template. Wählt man es aus, wird man nach dem Objekttyp gefragt, für den man ein Object-Template anlegen möchte. Hier wählen wir Switch aus. Mit einem Klick auf Next öffnet sich ein What You See is What You Get Editor, in dem man nun den Inhalt des PDF-Dokuments frei gestalten kann. Fangen wir mit einem kleinen Bild an, das wir in das Dokument einfügen. Hierzu klicken wir auf den Insert Image-Button und wählen im Dateidialog ein PNG, JPEG oder GIF aus. Wir wählen hier unser DataGary-Logo als Beispiel aus und klicken auf Save, um den Dialog zu schließen und das Bild hochzuladen. Anschließend fügen wir eine Überschrift ein. Hierzu wählen wir Heading 1 im Verwaltungsmenü aus. Als Titel möchten wir Switch und den jeweiligen Hostname des Elements vergeben. Wir schreiben zunächst das Wort Switch. Daten von einem konkreten Objekt können wir über den CMDB-Data-Button einfügen. Hier gibt es den Punkt Object Template Data, über den wir den Inhalt einzelner Felder einfügen können. Klicken wir auf Hostname, wird eine Template-Variable in das Dokument eingefügt. Diese Template-Variable wird dann beim Erstellen des PDF-Dokuments mit dem jeweiligen Wert ersetzt. Über den Button Table können wir eine Tabelle in das Dokument einfügen. Wir entscheiden uns für 2x2 Zellen. Für unsere Übersicht geben wir in der ersten Zeile IP an und wählen über den CMDB-Data-Button das Feld IP aus. In der nächsten Zeile geben wir die Location an. Als Wert möchten wir den Namen der Location verwenden. Das Location-Feld im Switch ist aber eine Referenz auf ein Location-Objekt. Auch auf diese Informationen können wir über den CMDB-Data-Button zurückgreifen. Wählen wir Location im Menü aus, klappt sich ein Untermenü mit den Feldern eines Location-Objekts auf. Referenzen können über bis zu 3 Ebenen aufgelöst werden. Wir wählen also das Feld Name von Location aus. Im Editor haben wir noch viele weitere Formatierungsmöglichkeiten. Für unser Beispiel wollen wir es dabei belassen und klicken auf Next. Im nächsten Step haben wir die Möglichkeit, über CSS noch erweiterte Anpassungen für das Styling vorzunehmen. Hierüber können zum Beispiel das Papierformat geändert werden oder eigene Schriftarten geladen werden. Beispiele hierzu findet man auch in der Dokumentation zur Doc-API, die wir in der Infobox verlinken. Mit einem Klick auf Save speichern wir unser Template ab. Wir gehen nun zurück auf unseren Beispiel-Switch. In der Menüleiste des Objekts findet man nun unter dem Punkt Documents das Dokument Switch Overview. Beim Klick darauf öffnet sich das PDF-Dokument, das nun die Daten unseres Switches enthält. Wir sehen den Hostname, die IP-Adresse und den Standortnamen. Das war unser Überblick zum Thema PDF-Dokumente generieren. Kommen wir nun zu unserer Zusammenfassung. Über die Doc-API können in DataGary dynamisch PDF-Dokumente aus CMDB-Objekten erzeugt werden. Hierfür wird ein Document-Template mit einem What You See is What You Get Editor erstellt. Auf Objektebene kann dann das Dokument erzeugt werden. Die Einsatzmöglichkeiten dafür sind vielfältig. So können zum Beispiel Etiketten für die Beschriftung von Geräten, Servicescheine oder Login-Informationen für Nutzer auf Knopfdruck erzeugt werden.